Wie sehe ich aus? Du siehst zauberhaft aus. So, ich glaube, es ist soweit, oder Rocco? Wir sind auf Sendung, da sind auch schon ein paar Leute. Dann sagen wir einfach mal herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge, zur Premiere quasi von Watchwild TV. Wir haben ein paar Zettel dabei. Wir sind gerade schon ein bisschen im Kreis gehüpft, weil erste Sendung und auch das erste Mal wir als Moderatoren. Und wir freuen uns zum einen erstmal, dass ihr da seid und ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was oder wer ist eigentlich Warchild? Warchild ist eine internationale Expertenorganisation, die ermöglichen Kindern in und aus Krisengebieten den Zugang zu Bildung und zu psychischer und sozialer Unterstützung. Ja. Wir wollten vor allen Dingen erstmal erzählen, dass wir das total super finden, dass es eine Organisation gibt, die sowas macht und dass wir die unbedingt unterstützen wollten. Die Idee zu Watchhalt TV wiederum ist jetzt entstanden, weil wir ursprünglich in die Schulen gehen wollten und mit den Kindern gemeinsam was machen wollten. Und in den jetzigen Zeiten geht es aber nicht und wir haben gesagt, das ist uns aber egal, wir wollen jetzt anfangen, wir wollen was machen. Und daher ist die Idee jetzt entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen eine eigene Sendung. Wie gesagt, heute ist unser erstes Mal und wir machen heute mit euch noch einen Quiz. Wir werden natürlich Live-Musik spielen. Es gibt jede Woche auch ein bestimmtes Thema und wir haben heute auch einen Gast. Und das heutige Thema, über das wir uns heute unterhalten in der Sendung, ist das Thema Angst. Bevor es aber losgeht, holen wir jetzt erstmal unseren Gast dazu. Und das ist der liebe Johannes von Revolverheld. Und ich schalte ihn jetzt mal dazu. Ich guck mal, ob wir es technisch jetzt problemlos, reibungslos über die Bühne bekommen. Das war einfach. Guten Tag. Wow, es klappt. Guten Tag. Wie geht's euch? Ist alles okay in Berlin? Ja. Bei uns ist es gut. Bei uns ist gerade mega die Sonne rausgekommen. Aber hier, also eben hat es hier wirklich gehagelt kurz. Da dachte ich auch, was ist jetzt denn los? Aber es ist ja April, ne? Sagt der liebe Gott halt, so ist es eben. Alle paar Minuten ist es anders. Wie geht's bei euch so? Wie läuft's bei euch in freiwilliger Quarantäne zu Hause? Ach du, ganz gut. Wir haben ja ein Kind und der wünscht sich natürlich seine Kumpels, aber wir kommen ganz gut zurecht, teilen uns das ein bisschen auf, machen beide Homeoffice, Homestudio, wie das eben heißt, gerade dieser Tage, aber es ist ja okay. Super, was macht ihr den ganzen Tag so? Habt ihr so eine Art Struktur? Macht ihr irgendwie so Frühsport und so eine Sachen zu Hause auch? Ja, wir haben schon eine Struktur. Unser Tagesrhythmus hat sich schon etwas nach hinten verschoben. Den Schulrhythmus haben wir eher abgelegt. Wir stellen uns einen Wecker auf 10 Uhr. Ey, früh genug. Du, und dann starten wir ein bisschen den Tag. Ja, vormittags wird dann auch gearbeitet. Dann müssen die Hausaufgaben ja auch erledigt werden. Die Schule schickt da ordentlich Material. Dann auf jeden Fall jeden Tag mal einmal in die frische Luft raus, ne? Sonst werden alle wahnsinnig. Und dann eben gucken, was anliegt. Jetzt habe ich hier... für mich ist das jetzt Mittag, gerade nach dem Mittagessen, eine Schalte mit euch. Ansonsten ist auch vormittags manchmal was und abends verdichtet sich so ein bisschen. Aber ja, gelegentlich Kinoabend und dann geht unser Sohn auch schon um 23:30 ins Bett. Schon um 23:30, okay. Ja, klingt doch nach einem langen, erfüllten Tag eigentlich so. Ja, also das geht auch wirklich ganz gut, muss man sagen. Also wie du eben ja schon gesagt hast, es gibt viele, die natürlich viel ärmer dran und es gibt viel fürchterliche Schicksale, also um uns muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, es ist für alle eben eine Frage, wie lange das im Endeffekt dann dauern wird. Ja, das stimmt. Ich nutze die Quarantäne tatsächlich gerade auch immer, um sehr viel laut zu singen bei mir in der Bude und ein bisschen Mucke zu machen. Also ich glaube, meine Nachbarn, die haben schon so einen leichten Koller. Deswegen, wie ist es bei euch? Macht ihr auch Mucke? Oder? Ja, also wir machen natürlich auch Musik und spielen hier und sind recht laut. Aber das ist hier im Haus irgendwie okay. Über mir, die sind auch nicht gerade leise und das kriegen wir alles ganz gut hin. Und die Kinder machen mit, oder? Ja. Also unser Sohn macht da schon immer mal mit und der hat so Leuchtsticks. Ja? Also das, was James Hetfield in Ernst spielt, hat er als Spielzeug. Also so Sticks von so einem Schlagzeug, die dann in dem Moment, wo du sie draufhaust, leuchten sie. Und macht er ziemlich Krach. Ich spiele ein bisschen Gitarre, also ja, ist gut was los. Klingt doch ganz gut. Geil, dass wir uns auf jeden Fall hier mal unterhalten, aber ich weiß ja, dass du auch ein guter Musiker bist und deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, oder? Dass du uns und den Leuten da draußen, die jetzt gerade zuschauen, einfach mal was vorspielst. Das kann ich natürlich machen. Oder? Ich habe die Querflöte schon gestimmt. Nein. Es gibt ja auch immer Leute, die spielen dann irgendwie so 25 Instrumente, ich spiele nur eins. Ich spiele nur Gitarre, deswegen ist ein bisschen unangenehm. Vielleicht setze ich mich ein Stück weiter weg, dann sieht man die Gitarre auch. Ja gut, der Song passt total gut zur Situation, ist nämlich ein Reisesong. Der heißt, der heißt Sommer in Schweden, das, was man vielleicht irgendwann in 5 Jahren auch wieder machen kann. Klingt so. Da, 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 da.
Dankeschön. Ja, das ist sehr nett. Ja, wir wollten ja heute so ein bisschen mal über das Thema Angst reden, einfach weil, klar, durch die Krise viele haben jetzt so ein bisschen Angst, bekommen ein bisschen Angst. Das Thema kommt immer mehr hoch, Existenzängste oder Ängste wegen Gesundheit. Alles ist ja ganz ein bisschen ungewiss. Wie ist es bei euch zu Hause? Habt ihr Angst? Redet ihr über Angst? Ja, also wir sprechen natürlich schon regelmäßig über die verschiedensten Sachen. Also fangen wir mal mit der Existenzangst an. Also ich meine, wir arbeiten beide selbstständig. Wir haben quasi keine Absicherung. Meine Freundin hat zwei Klamottenläden mit schon einigen Mitarbeitern. Das ist natürlich schon dann auch existenzbedrohend sofort, wenn man den irgendwie 4 Wochen oder 8 Wochen oder 3 Monate zumachen muss. Das ist ein Riesenproblem. Sie löst das im Moment total gut, da sie einfach direkt ab Tag 1 angefangen hat, bei Instagram sich die Sachen anzuziehen, sie zu erklären und zu sagen, und wenn ihr mir jetzt einen Screenshot schickt, dann könnt ihr das quasi kaufen. Und das funktioniert. Die Leute haben Lust drauf, gucken sich ihre Stories gerne an und schicken Screenshots, zahlen per PayPal, also wirklich ein ganz cooles Modell. Und das geht. Sie musste noch niemanden in Kurzarbeit schicken, was natürlich toll ist. Und bei uns ist es natürlich so, ich meine, ihr wisst es auch, unsere Branche ist halt auf Null runter. Also ich tippe auch mal leider, das Letzte, was sie wieder erlauben werden irgendwann, sind eben Großveranstaltungen. Also Konzerte, Stadion, Fußball, all das, das wird einfach lange dauern, weil das natürlich das ist, wo so ein Virus auch am meisten grassieren kann. Deswegen haben wir schon, das Thema Existenz ist schon natürlich existent, da wir natürlich auch ein Umfeld haben, wo eben viele Leute in der Branche arbeiten, also sei es jetzt Stage Manager oder Tour Manager oder Mietmusiker, und da ist dann teilweise das Polster vielleicht auch einfach dünn. Ist ja klar, gerade der Sommer steht vor der Tür, wir haben alle Festivals gebucht und ich kenne Jungs, die haben dieses Jahr 200 Termine hätten die gehabt. Wenn das wegfällt, ist blöd. Gesundheitlich hält sich bei uns die Angst natürlich noch etwas in Grenzen, weil wir alle drei nicht zur Risikogruppe gehören. Unsere Eltern passen gut auf sich auf. Wir passen gut auf, dass wir nicht irgendwie das Virus umverteilen. Aber die Bilder natürlich aus Italien oder aus New York, die sind natürlich total gruselig und völlig unwirklich. Also wie geht's euch denn damit? Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Tour gerade verschoben, tatsächlich, als Band. Wir hatten jetzt genau die Situation, wir wären in 2 Wochen los. Wir haben die jetzt so ein bisschen optimistisch in den September verschoben, in der Hoffnung, dass das bis dahin schon wieder möglich ist, aber bleiben aber trotzdem flexibel. Wir haben relativ frühzeitig schon damit angefangen. Ich habe tatsächlich sogar meinen Sohn schon 2 Tage vor der offiziellen, von der Empfehlung, habe ich meinen Sohn schon 2 Tage vorher zu Hause gelassen, weil ich schon geahnt habe, dass es passieren wird. Und dann kam es direkt, also so, wir waren schon sehr schnell in diesem Mindset zu sagen, naja, also was man jetzt Sinnvolles tun kann, ist einfach wirklich erstmal sich rausnehmen und zu gucken, ob man damit was beruhigt, ohne Panik zu schüren und so. Genau. Aber einfach so ein bisschen Ruhe, fokussiert, konzentriert, sein Bestes dazu beitragen. Wie ist es denn eigentlich mit euch, bei euch zu Hause mit den Kids? Hat dein Kleiner irgendwie Angst? Habt ihr da schon mal irgendwie drüber mit ihm geredet oder so? Ja, also unser Sohn ist 7 und die äußern das natürlich jetzt nicht so direkt, dass sie sagen, also irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich merke es natürlich ein bisschen an seinem Verhalten. Er ist schon unsicherer und ist lieber in einem Raum, in dem wir auch sind und ist nah bei uns und so. Das ist natürlich kein Problem. Wir sind ja auch beide die ganze Zeit da und er kann immer in einem Raum sein, wo wir eben auch gerade arbeiten, wenn wir es denn tun. Aber ich merke schon, dass er dünnhäutiger ist. Das mag natürlich auch an der Situation liegen, dass er zu Hause ist und nicht raus darf und die Nerven ein bisschen blank liegen, aber ich glaube schon, dass er natürlich spürt, dass das haben wir ihm ja auch erklärt, was los ist. Und er sieht auch manchmal die Bilder, dass in der Welt einfach gerade wirklich vieles nicht in Ordnung ist. Er hat in den letzten Jahren sich schon in der Tat so mit Fridays for Future beschäftigt und wusste, was das ist. Und wir sind WWF-Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll. Also hat er ganz viel da gesehen, dass Fische mit Plastik im Magen sterben und so. Und bei jedem Stück Plastik sagt er sofort, guck mal, das ist Mist und das kann man anders machen und so. Das heißt, er ist auf jeden Fall schon über den Punkt, dass er weiß, in der Welt stimmt vieles nicht. Und jetzt kommt dieser Virus, deswegen, ich hatte das Gefühl, ihn hat das gar nicht so gewundert, dass jetzt das nächste große Ding kommt, so ungefähr. Nur die Maßnahmen, die betreffen ihn natürlich jetzt direkt. Und das merkt man schon, ist ein bisschen unsicher. Wie ist es bei euch? Es ist noch entspannt. Also ich hatte mal eine längere Unterhaltung mit meinem Sohn zu diesem Thema, aber einfach nur, weil er dann auch schnell so, ich glaube, da ging es eher so um die Ungewissheit.
Also jetzt nicht sowas wie den Beruf seiner Eltern, darüber denkt er jetzt nicht so nach, aber über die grundlegende Ungewissheit, was ist jetzt los? Der Alltag, die Schule ist plötzlich weg. Ich meine, er findet es natürlich cool, mehr Zeit zu haben, aber er ist einfach nervös. Ich sag mal so, ich würde es eher so sagen, so dieses so, was ist jetzt eigentlich, warum und wie gefährlich ist es eigentlich wirklich? Bleiben wir gerade zu Hause, um einfach uns und ältere Leute zu schützen, oder bleiben wir zu Hause, weil wenn wir jetzt nicht zu Hause bleiben, würden wir morgen alle in Kadavern auf der Straße liegen? Also ist das so, das ist so eine riesen Bandbreite, ja. Also bei kleinen Kindern sehe ich jetzt die Gefahr nicht so groß, aber auch gerade bei Älteren, die vielleicht auch in ihrem Leben schon zu viele Zombie-Filme geguckt haben, da entsteht auch schnell so eine Paranoia dann schon fast, ja. Es ist ja irgendwie gefühlsmäßig, gerade jedes Extrem triffst du auf der Straße. Es gibt immer noch den, der sagt, naja, es gibt auch jedes Jahr 150.000 Verkehrstote. Und dann gibt es natürlich die Leute, die wirklich, wenn du 5 Meter an ihnen vorbeigehst, dich auch wirklich an, geh weg! Und hier so, also habe ich schon erlebt, unser Sohn fuhr gestern auf dem Roller und dann war eine Frau, die war wirklich gefühlt 10 Meter weg. Nein, stopp! Das ist genau diese Ungewissheit, die Leute, glaube ich, auch total wahnsinnig macht. Ne? Das ist ja für uns auch eine Situation, die wir so nicht hatten. Also das ist ja auch, man kann den Kindern ja auch in dem Punkt schwer Gewissheit geben, weil wir wissen ja selber nicht, wann es wie weitergeht und was hier passieren wird. Ja, ich glaube, jetzt muss man halt echt so ein bisschen diese Praxis üben, echt so ein bisschen im Moment zu sein. Oder das zumindest das, was ich probiere, eben genau zwischen diesen beiden Extremen, die du gerade beschrieben hast, so ein bisschen auszubalancieren. Das zwar einfach ernst zu nehmen und die Regeln zu befolgen, sage ich mal, und einfach achtsam zu sein, aber trotzdem sich halt nicht in diese Angst reinzusteigern und eher so solche Sachen wie jetzt gerade zu machen und kreativ zu werden und anzunehmen, da verändert sich gerade was. Das ist ja eigentlich auch was Schönes, so, ne? So kann man es ja auch sehen. Ja, klar. Also wenn man es als Chance begreifen kann, ist es natürlich toll. Und gut, wenn wir das können, es gibt natürlich viele Leute, die stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, mit 3 Kindern zu Hause alleinerziehend und finanziell wird es auch noch schwierig. Ich glaube, für die ist dann das blanke Überleben. Aber so ist eben jeder gerade in einer anderen Situation. Wie ist es bei euch eigentlich? Wovor hattet ihr als Kinder so richtig Angst? Könnt ihr euch da noch dran erinnern, du Rocco? Ja, doch, ich kann mich daran erinnern. Es gab so eine Situation öfter mal, da war ich vielleicht so 6, 7 Jahre alt auch so, wahrscheinlich im selben Alter wie dein Sohn gerade. Wir hatten bei uns vorm Haus so eine, ja, wie nennt man so eine Sirene. Ich weiß nicht, wofür die Sirene eigentlich war, aber für mich klang sie nach Krieg. Ja, hatte ich auch. Ich komme vom Dorf. Da wurde das auch immer mittags, samstags um 12 wurde die getestet. Ja, und da habe ich dann echt, also wir hatten diese Sirene direkt neben dem Schlafzimmerfenster meiner Eltern und immer wenn ich da lag abends und das ging dann los, meistens noch im Dunkeln, dann habe ich echt so 2, 3 Minuten so richtig Panikattacken bekommen und dachte, was ist jetzt los? Ich meine, nach dem 5. Mal habe ich dann irgendwann auch kapiert, dass das irgendwie nicht wichtig ist. Aber nur alleine dieses Geräusch löst so krass was in einem aus. Also zumindest als Kind war das bei mir so. Wenn solche Sirenen kommen zum Beispiel, Hunde fangen dann ja immer an zu jaulen. Oder auch wenn ein Polizeiwagen vorbeifährt. Für die ist das offensichtlich so ein Trigger. Also schon gruselig. Ja, kann ich verstehen. Ich hatte als Kind, glaube ich, einfach generell sehr viele Ängste. War eher ein unsicheres Kind. Wüsste jetzt gar nicht genau, was es speziell war. Aber also ich konnte nicht gut alleine sein. Ich wollte auch nicht unbedingt zwingend bei anderen Kindern jetzt spielen, sondern irgendwie meine Eltern mussten in meiner Nähe sein. Ich war ein bisschen unsicher. Es hat dann doch ein paar Jahre gedauert. Das ist ja witzig, dass du das sagst, weil genau dasselbe hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also ich hätte jetzt ungefähr eine ähnliche Story erzählt. Ich wollte eigentlich auch aus extremer Schüchternheit nicht mit den anderen Kindern spielen, wollte immer bei meinen Eltern sein und eigentlich auch so meine größte Angst war eigentlich, dass meine Eltern mich verlassen, also oder dass die Welt mich verlässt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, in einem Menschengedränge und dann habe ich die irgendwie aus dem Blick verloren, meine Eltern, und die waren einfach weg. Und da habe ich wirklich, wirklich Panik bekommen. Mhm. Ja, aber ich glaube, es geht wahrscheinlich auch einigen Kindern so. Ja. Wir haben uns ja genau aus diesem Grund mal mit dem Thema Angst mal ein bisschen beschäftigt, nochmal gestern. Ja. Und haben ein bisschen recherchiert und haben daraus jetzt ein Quiz gemacht. Wir stellen diese Fragen jetzt in den Raum. Genau. Und sowohl unsere Gäste, die wir bis jetzt noch so schön quasi links liegen haben lassen, aber auch du darfst mal sagen, was du so denkst. Mitraten sozusagen. Ihr dürft jetzt alle so mitraten. Wir haben uns 3 Fragen überlegt zu dem Thema. Ja. Und wir lesen von quasi parallel Antworten. Du darfst auch antworten und danach gibt Marianne die Auflösung. Genau. Ich stelle jetzt die erste Frage und wie gesagt, ihr könnt eure Guesses, eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Alle, die jetzt gerade zugucken. Unsere erste Frage von unserem Quiz heißt, was bedeutet das Wort Angst eigentlich ursprünglich?
Ratet mal. So, jemand schickt hier ein Smiley mit zwei Herzen als Augen. Ich glaube, das ist nicht die Antwort. So die Antwort. Was denkst du denn, Johannes, was das bedeuten könnte ursprünglich? Oh Gott, keine Ahnung. Es kommt aus dem indogermanen Raum. Ich als studierter Germanist, was ich leider wirklich bin, aber ich glaube, es kommt von der zweiten Lautverschiebung aus dem Mittelalter. Nein, keine Ahnung. Wir haben jetzt so ein paar Antworten und ich habe sogar schon eine mehr oder weniger richtige dabei gefunden. Tatsächlich, bei uns ist das Telefon ein bisschen weiter weg. Marianne, löst es mal auf und dann weiß... Genau, ich löse mal auf. Also das Wort Angu, wie gesagt, ursprünglich aus dem Indogermanischen, bedeutet Enge oder Eng. Ich finde, dass das die Angst eigentlich schön beschreibt. Das bringt jetzt mich quasi gleich zur zweiten Frage, weil das hängt damit ein bisschen noch zusammen. Wie beziehungsweise wo genau entsteht denn im Körper die Angst? Das kann man sozusagen wissenschaftlich belegen. Naja, belegen kann man es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich habe jetzt sogar auch noch gleich eine relativ komplizierte Erklärung dazu. Antwort. Es ist ein etwas komplexerer Prozess. Man fühlt es ja schon im Bauch oder in der Brust, würde ich sagen. Ne? Also es entsteht jetzt nicht gerade in den Füßen bei mir. Naja, da hast du schon mal erstmal einen Ansatz. Ich gehe sogar mal davon aus, dass unterschiedliche Menschen das an unterschiedlichen Körperstellen zuerst wahrnehmen. Kopf schreibt jemand, ja, im Kopf, ja klar. Eindeutig im Bauch schreibt Sandy. Gehirn, ja, ich meine, natürlich wird es im Gehirn entstehen. Das Gehirn wird natürlich den Impuls senden an den Rest des Körpers. Jetzt mal zusammen. Verlängertes Rückenmark, finde ich auch schön, ja. Alle Antworten sind dabei. Es ist erstmal ganz, ganz, ganz schnell zusammengefasst, ist es so, dass wir, wenn wir eine Wahrnehmung haben, die uns Angst macht, dann sendet das Gehirn, das sind wir beim Gehirn, sofort durch das gesamte Nervensystem ein Signal, und zwar über Hormone, sich zu verteidigen. Also Angst ist eigentlich erstmal ein Verteidigungsreflex, weil was auch immer mir Angst macht, also mich quasi bedroht in irgendeiner Weise abgewehrt werden soll. Und dadurch entstehen dann diese Symptome, wie was du jetzt zum Beispiel sagst, dass man entweder einen erhöhten Herzschlag hat oder sich die Muskeln verengen. Da sind wir wieder bei dem Wort verengen. Oder wir verlieren zum Beispiel Appetit. Also das heißt, sofort zieht sich unser Magen zusammen und schaltet seine Funktionen ab, damit wir komplett nur noch auf Verteidigung ausgerichtet sein können. Und dadurch entstehen diese ganzen Gefühle. Und wenn wir es nerdmäßig noch ganz genau wissen wollen, die Hormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin sind die vier Hormone, die dafür zuständig sind. Das ist gut. Falls mich jetzt jemand fragt, in den nächsten Tagen weiß ich Bescheid. Genau, also es sind die Hormone, wenn man es mal ganz genau nehmen will. Letzte Frage. Wovor haben die meisten Eltern Angst? Ich glaube, für dich ist die Frage einfach. Weil heute geht es ja eigentlich um Kinder und deswegen ist die Frage, wovor haben eigentlich die Eltern am meisten Angst? Naja, natürlich, dass dem eigenen Kind was passiert. Ja, ich meine, das ist ja auch, wie Angst ja auch ein instinktives Gefühl ist, was für einen ja auch wichtig ist, weil es einen früher schon in der Steinzeit wahrscheinlich vor dem Tod bewahrt hat. Wenn dann das Mammut kam und du hast Angst, dann warst du halt konzentriert und dein Cortisol stieg an. Ist ja genauso ein Instinkt, sein Kind zu schützen, also ist der erste Impuls zu sagen, es ist alles egal, Hauptsache beim Kind passiert nichts. So, jetzt haben wir unsere drei Fragen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Bildung mitnehmen können und ihr da draußen auch. Vielen Dank nochmal dafür. Ich möchte jetzt nämlich gleich die Dani von Warchild hier mit in unsere Sendung holen. Dani ist nämlich die Gründerin von Warchild Deutschland. Und Dani ist selber Psychologin, sie ist Familientherapeutin und sie wird uns gleich ein paar Tipps und Tricks erzählen, wie man mit Angst umgehen kann. Und was man alles so machen kann, ja, um die Angst zu bekämpfen und wie man sich entspannen kann. Und ich hole sie jetzt mal dazu, wenn hier alles klappt, wie es soll. Und ich denke, das tut es. Ladies and Gentlemen, hi. Dani von Warchild. There she is. Kann ich sehen und hören, ja? Jo. Ja. Ich grüße euch. Ich habe eure Gespräche natürlich verfolgt und finde schon ganz spannend, was ihr da selber alles schon besprochen habt. Also es geht ja so ein bisschen darum heute, um die Frage Angst und vor allem auch Angst, wie gehen wir mit der Angst unserer Kinder um oder was können wir tun? Und das allererste, glaube ich, was das Wichtigste ist, dass wir immer erstmal uns selber bewusst sind als Eltern, dass wir den Kindern das Gefühl geben, dass Angst total okay ist. Also wie auch bei uns selber ist es natürlich erstmal wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, sie dürfen Angst haben ist okay, das ist ganz normal. Und dann ist natürlich sofort die Frage, wie geht man dann mit der Angst um? Was kann man da machen? Also aus früheren Situationen kennen das viele Eltern ja wahrscheinlich von dem typischen Monster unterm Bett oder solchen Themen.
Und wichtig ist, dass man die Kinder da ernst nimmt und mit den Kindern versucht rauszufinden, was sie selber tun können. Also es gibt natürlich, wie jetzt auch, ihr habt vorhin selber drüber gesprochen, in der aktuellen Situation viele Dinge, die sind unsicher, gegen die können wir überhaupt nichts machen. Das können wir überhaupt nicht einschätzen, was passiert. Die können wir nicht beeinflussen. Aber es gibt viele Dinge, die können wir beeinflussen. Und da fangen wir immer auch am besten mit uns selber an. Und das eben auch den Kindern zu vermitteln, zu sagen, was kannst du denn machen, damit deine Angst vielleicht weggeht oder besser wird? Oder wie können wir zusammen gucken, dass es besser wird? Und da gibt es so verschiedene Übungen, die man mit Kindern machen kann. Und ich habe euch mal zwei heute mitgebracht. Das eine ist die Übung mit dem Baum. Da kann man wunderbar auch direkt mitmachen, wenn ihr wollt. Also, Marianne und Johannes dürfen dabei sein. Ich halte das Telefon. Was muss ich machen? Dafür stellt ihr euch einfach hin, ganz gerade, und stellt euch vor, ihr seid ein Baum. Eure Beine sind der Baumstamm. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Augen zumachen. Ihr könnt auch die Augen auflassen. Und dann stellt ihr euch einfach vor, wie die Füße Wurzeln schlagen in den Boden rein. Dass ihr sozusagen ganz fest verankert seid mit dem Boden und spürt, wie ihr auf dem Boden draufsteht. Und eure Beine der Baumstamm sind ganz fest und euch stabil halten. Und dann stellt ihr euch vor, wie die Arme eure Äste sind. Die könnt ihr dann so mal zu der Seite so ausfahren und überlegen, wie groß ist eigentlich euer Baum. Ja, geht der ganz nach oben, die Äste, oder nur zur Seite? Und dann könnt ihr euch mal reinspüren, wenn jetzt so ein Wind kommt, ja, wie ihr dann vielleicht so ein bisschen im Wind hin und her euch bewegt. Aber ihr wisst, dass euer Baumstamm so fest ist, dass der euch immer festhalten wird. Und dann spürt ihr mal rein, wie sich das so anfühlt, wenn ihr wisst, okay, ihr könnt euch zwar bewegen, gleichzeitig seid ihr fest, ihr könnt euch immer auf euch verlassen. Wenn ihr euch vorstellt, wie der Wind vielleicht auch euer Gesicht berührt und ihr spüren könnt, wie der Wind an euren Haaren vorbeifließt. Also einfach so ein bisschen in das Körperliche reinspüren, euren Körper reinspüren. Euren Bauch spürt, euer Herz spürt. Einfach so ein bisschen mehr bei euch ankommt. Und dann, wenn ihr euch so ganz spüren könnt in eurem Körper, dann könnt ihr auch schon wieder die Augen öffnen. Und könnt euch kurz mal vielleicht auch unterhalten, wie das jetzt war, mit euren Eltern dann als Kinder natürlich, oder auch mit, wenn ihr Eltern seid oder wenn ihr Freunde seid mit euren Partnern. Aber es geht eben da bei den Übungen darum, dass die Kinder vor allem lernen, auf ihren Körper zu achten und sich selber zu beruhigen, indem sie den Fokus auf sich selber setzen. Also es ist eine Übung, die man gut machen kann. Wir stellen die auch ins Internet, da könnt ihr die euch auch nochmal genauer durchlesen. Die Übung Baum. Und dann gibt es eine andere Übung, wenn jetzt die Ängste ein bisschen stärker sind und Kinder sich manchmal fast nicht mehr beruhigen wollen oder eben ganz viele Fragen haben und so die Gedanken kreisen. Das kennen wir als Erwachsene ja auch. Manchmal geht es uns auch so, dass wir fast schon panisch werden und denken, oh mein Gott, diese ganzen Geschichten, die sich jetzt gerade auch da draußen in der Welt drehen, und was soll man noch glauben und was nicht. Und da hilft es immer, dass man sich einmal hinsetzt in dem Raum, in dem man gerade ist, und überlegt. Die Übung heißt 5-4-3-2-1. Was sind hier in dem Raum, wo ich gerade sitze, 5 Dinge, die ich sehen kann? Und dann kann ich die benennen. Ja? Ich sehe hier eine Lampe, ich sehe ein Fenster, ich sehe ein Bett, ich sehe einen Stuhl und ich sehe eine Pflanze. Was sind 4 Dinge, die ich hören kann? Vielleicht höre ich draußen ein Auto vorbeifahren, vielleicht höre ich ganz leise den Kühlschrank brummen. Vielleicht höre ich jemanden im Haus Musik machen. Also einfach so drauf achten, was sind so 4 Dinge, die ich gerade hören kann. 3 sind 3 Sachen, die ich schmecken kann. Sehe ich hier in meinem Raum 3 Sachen, die man schmecken kann? Also zum Beispiel die Seife, wenn man unbedingt will, kann man die schmecken. Oder ich sehe hier liegen Orangen, ja, die schmecken. Oder auch ein Kaugummi, der schmeckt. 2 Sachen, die ich fühlen kann. Also fühlen kann man ja relativ viel. Ne? Man kann ein Kissen fühlen, man kann eine glatte Oberfläche fühlen. Also was sind 2 Dinge, die man fühlen kann? Und 1 Sache, die ich riechen kann. Also zum Beispiel, auch da kann ich jetzt wieder die Orange nehmen und sagen, kann mir vorstellen, wie die Orange riecht. Ja? Und wenn man sich damit sozusagen beschäftigt, diese 5-4-3-2-1-Regel, dann kann man Kinder ganz schnell aus ihrer sonstigen Gedanken oder ihrem Gedankenkarussell wieder rausholen. Also das sind so mal 2 Sachen. Und was sonst auch echt gut wichtig und gut für Kinder ist, gerade im Alltag, ihr habt es vorhin auch schon selber so angesprochen, es ist total toll, mit Kindern Strukturen einzuhalten, egal ob die abweichen von sonstigen Strukturen oder nicht, aber sich zu überlegen, auch wenn man mehrere Kinder hat, ist gut, dass man sagt, okay, was machen wir abends oder nachmittags, wer darf welche Sachen bestimmen, darf sich jeder mal was aussuchen, was wir zusammen machen.
wo helfen die Kinder auch mit im Alltag, was kriegen die für Aufgaben. Aufgaben sind für Kinder total wichtig, dass man die verteilt und jedes Kind vor allem dann auch weiß, auf was es sich einlässt oder eingelassen hat. Und eine schöne Aufgabe ist auch, wenn man sich abends oder irgendwann am Tag, meistens ist es gut, wenn man es abends macht, nochmal hinsetzt und so überlegt, wie war eigentlich heute der Tag. Das kann man sogar mit kleinen Kindern ganz gut machen. Da kann man Sachen fragen wie, was ist heute gut gelaufen, was war nicht so einfach. Und man kann auch überlegen, was hat mir heute geholfen, dass ich mich besser gefühlt habe. Oder was will ich vielleicht morgen machen, damit es mir gut geht? Und kann man mit den Kindern so überlegen, okay, manche Kinder machen gerne Musik an und tanzen wild durch die Wohnung. Andere Kinder wollen sich lieber irgendwo hinsetzen und wollen was malen. Wieder andere Kinder wollen vielleicht eine Fahrradtour machen. Also, dass man so die Kinder mit einbindet in das Überlegen, was tut mir eigentlich gut? Was möchte ich gerne machen, damit es mir besser geht? Also, das erstmal so von mir, so ein paar Tipps für alle, was man mit Kindern machen kann. Und wie gesagt, wir haben bei Watchchild auf der Webseite watchchild.de auch noch ganz viele andere Übungen, Achtsamkeitsübungen, Aktivitäten, die man mit Kindern machen kann. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch total gerne noch Fragen stellen. Wir sammeln jetzt nochmal Fragen hier unten drin. Und wenn ihr generell Fragen habt, dann schickt die mal an, schreibt ihr die ins Watchchild-Profil. Und ihr geht dort jetzt hin und folgt nachher dieser Seite nach dem Stream. Und da könnt ihr ganz viele Fragen der Dani nochmal direkt selber stellen, weil darum geht es nämlich. Wir wollen euch möglichst auf Wortschild aufmerksam machen. Und ich denke jetzt mal, das macht am meisten Sinn, wenn die Fragen, die dann sozusagen an dich gehen, mal direkt an Wortschild gehen und nicht an Johannes oder uns. Dann entlassen wir dich jetzt erstmal hier wieder raus mit ganz vielen Händen. Genau, dann sagen wir dir danke für die tollen Übungen. Danke euch. Und wir hören uns. Und nachher mache ich den Baum auch nochmal. Dann kann er gucken. Tschüssi. Ciao. Das war die Dani von Watchchild, die Gründerin von Watchchild. Und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen entspannt. Und wir hoffen auch ganz doll, dass auch ein paar Kinder jetzt gerade zugucken. Nicht nur die Eltern, sondern auch die Kids. Und deswegen wollen wir auch ein Kinderlied spielen. Und Johannes, jetzt wärst du an der Reihe. Hast du denn ein Kinderlied, was du uns vorspielen kannst? Ja, irgendwie habe ich das schon. Ich sag mal, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, möchte ich schon mal dazu sagen. Du kannst ja scheinbar zumindest schon mal eins, wir können doch nicht mal eins. Ich hab mir einen Klassiker rausgesucht, der Kuckuck und der Esel, was jeder ja dann auch zu Hause gerne mitsingen kann. Sehr gut. Und wenn ich den Text vergesse, singt ihr einfach weiter, so einfach ist das, ne? Soll ich mal versuchen? Ja. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge. Zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck sprach, ich kann das und fing gleich an zu schreien. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser. Fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide. Kuck, 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 i-a, i-a, kuck, 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 i-a. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ey, Johannes. Sehr gern, war herrlich mit euch. Und ich hoffe, wenn das dann auch mal wieder ein normales Leben ist, dann treffen wir uns auch mal in real life, ne? Na dann, macht euch noch einen kuscheligen Tag heute zu Hause. Danke, ihr euch auch. Bis bald. Macht's gut. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss. Tschö. Und wir sind eigentlich auch soweit durch. Und ihr solltet, wenn diese Sendung vorbei ist, euch auf jeden Fall mal informieren, was Watchchild alles so Cooles machen. Die machen viele tolle Projekte, um Kindern wirklich zu helfen, da wo es jetzt gerade am nötigsten gebraucht wird. Folgt Watchchild Deutschland hier auf Instagram, geht auf die Website und schaut, wie ihr euch da vielleicht, ja, wie ihr helfen könnt. Entweder ihr engagiert euch oder vielleicht spendet ihr auch den einen oder anderen Euro. Und wir spielen jetzt noch einen Song für euch von uns. Für die Liebe heißt der Song. Genau. So wie unser Album, das heißt auch für die Liebe. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Für die Liebe. Eins, zwei, drei. Wir haben die Wahl.
aufhören, nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl. Wir könnten auch mal was riskieren. Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben und uns Mut machen, die guten Zeiten sehen, uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib ertragen hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Ey, lass uns zusammenführen, was längst zusammengehört und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Wir sollten anfangen, Mensch zu sein. So. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war's von uns und Wortschall TV. Wir sehen uns nächsten Freitag um 16 Uhr mit Antje Schumacher als Gast. Ganz genau. Macht euch noch einen schönen Tag. Bleibt lieb zueinander. Und gesund. Übersteht, genau, übersteht die Zeit. Gesund und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.